Eine Leistung des HSV, die leidenschaftslos war. Das war komplett unnötig. Es ist ein kleiner Dämpfer auf dem Weg, um nach 34 Spieltagen ganz oben zu stehen. Gibt es Momente, wo es nicht läuft, wie du willst? Müssen wir wieder aufstehen und weitermachen? Immer wieder Trainerwechsel, immer wieder Wechsel auf der Management-Ebene. Es geht darum, dass wir den Verein wieder als Wichtigstes und die Eitelkeiten, ja, die gerade bei Traditionsvereinen sind, alles hinten anstellen in der großen Sache, den HSV und den Fans was zurückzugeben. Das ist das Duell und der Sieger heißt Hans 1-1. Und die Chance für Dutschak, braucht ihn auf links und es ist Tor. Sonny Kittel, Aussetzer. 2-0 HSV. Naray braucht ihn auf rechts und jetzt passt er. Doppelpass und das 4-0. Naray hat freie Bahn und dann ist der Ball drin. Jatta, der hat das Tor gemacht. Der Mann, der so heftig kritisiert worden war, der schlaflose Nächte hatte, weil die Leute ihn ausgepfiffen haben, angefeindet haben persönlich. Sonny Kittel, was für ein Tor. 3-0 HSV. Ganz starke Aktion. Sonny Kittel, der hat auch Qualität zu sehen hier beim 2-0. Nächster Fehler von Abucha. Und das ist das 2-0. Bakary, Jatta trifft. Christopher Moritz,